Nämlich, er kämpft für unsere Rechte und steht Tag für Tag auf der Straße und kämpft für uns. Begrüßt mit mir Markus Heinz. Dankeschön. Ja, hallo Karlsruhe. Erstmal danke an euch beide, dass ihr diesen Eilantrag selber durchgekriegt habt. Das ist nämlich mal richtig schön, wenn man auch ohne Anwälte mal vor Gericht gewinnt. Das habe ich bisher gar nicht geglaubt, dass es geht, aber es funktioniert manchmal. Also richtig stark. Ich habe heute mal gedacht, dann bin ich in Weiß. Der Hardy hat mir freundlicherweise einen Pulli bestellt. Von daher habe ich das blaue T-Shirt mal ausgelassen. Ja, freut mich, hier in Karlsruhe zu sein. Ich habe jetzt gerade die Auflagen mir so ein bisschen angehört. Es ist natürlich immer wieder so ein bisschen verstörend, wenn Familien und Ehepartner auseinanderstehen müssen. Dann merkt man so ein bisschen, wo wir in Deutschland momentan sind. Dass Kinder bei ihren Eltern stehen dürfen, das hat ein bisschen was mit mir zu tun. Das habe ich in Ulm damals durchgesetzt und das hat sich jetzt auch zumindest Baden-Württemberg weit durchgesetzt. Aber natürlich wird uns da so ein bisschen klar, wie absurd manches momentan ist. Ich fange mal mit Leipzig an. Da wurde ich ja durchaus teilweise auch recht heftig kritisiert, was ich grundsätzlich gut finde, weil ich nehme Kritik immer gerne mit und versuche dadurch besser zu werden. Und ein Punkt, den ich wirklich auch mitgenommen habe, ist, ich habe mir jetzt mal die ganzen Versammlungsbehörden beobachtet und immer wenn eine Maskenpflicht angeordnet ist, ist es denen doch eigentlich völlig egal, ob hier irgendjemand Abstände hält. Deswegen werde ich mich sicherlich nicht mehr zum Affen machen. Ich spreche jetzt von mir und irgendwelche Hubschrauber durchführen, wenn jeder sieht, es ist sowieso Abstand eingehalten. Und wenn auf einer Demo in Leipzig oder in Berlin jeder weiß, dass man es sowieso wegen der Maskenpflicht auflösen möchte. Also da habe ich inzwischen einfach ein Stück weit die Schnauze voll. Ja. Ich werde danach auch noch ein paar Sachen mehr dazu sagen, warum das so ist. Weil wir halten uns immer an alles. Und dann gibt es die neuen Regeln. Dann halten wir uns daran und dann gibt es wieder neue Regeln. Und letztlich ist der Staat momentan einfach auf einem Weg, wo er sagt, wir wollen nicht, dass er demonstriert, dann geht's doch bitte mal zu. Schreibt doch einfach, man darf gegen diese Maßnahmen nicht demonstrieren, dann wissen wir alle, in was für einer Staatsform wir sind. Und nochmal kurz zurück zu Leipzig. Ich habe ja damals dann irgendwann die Leute nach Hause geschickt, was auch viele überhaupt nicht gut finden. Also ich hätte es anders formulieren können, werde ich künftig auch. Ja, ich glaube, die Mindestabstände sind eingehalten. Danke, dass ich unterbrochen werde. Also ich stehe jetzt nicht zum ersten Mal auf einer Bühne und... schön. Also wir werden auch Drohnen überwacht. Da oben sind die Kollegen von der Polizei. Also ich empfehle, dass man dann auch die Drohnenüberwachung künftig in der Karlsruher Innenstadt macht. Wunderschön. Jetzt machen wir das doch mal ganz einfach. Ich hoffe, die Boxen sind groß genug. Geht doch einfach noch weiter auseinander. Geht doch 3 Meter auseinander. Geht doch 5 Meter auseinander. Weil es geht doch schlichtweg darum, dass man uns stören will. Das ist doch inzwischen jedem klar. Gut, also zurück zu Leipzig. Da hat man das Thema ja auch. Ich wurde gefragt, warum hast du die Leute vom Augustusplatz weggeschickt? Und die Erklärung ist relativ einfach. Überall anders in der Stadt war das eine schöne, legale Spontandemo. Ich fand es super, wie das in Leipzig gelaufen ist, ja? Wir wären eigentlich in einer Stunde fertig gewesen, aber freundlicherweise war die Versammlungsbehörde als unsere PR-Abteilung nett genug, uns die Demo aufzulösen. Und dann haben die Leute sich auch einen spontanen Demozug mit mehreren 10.000 durch Leipzig bewegt. Das war der Wendepunkt in dieser ganzen Bewegung. Und der einzige Grund, warum ich die Teilnehmer dann gebeten habe, den Augustusplatz zu verlassen, auch wenn ich manchmal gesagt habe, geht nach Hause, das nehme ich zurück, das war scheiße, ist der, dass ich natürlich sehr viele Informationen habe. Ich sehe, wo die Polizei steht, ich sehe, wann man eingekesselt wird, ich kenne die rechtliche Lage. Und auf diesem Platz war die Demo eben keine Spontan-Demo, sondern eine rechtswidrige. Und es ist am Ende genau das passiert, was vielleicht passieren sollte und passieren musste. Die Leute sind vom Platz gegangen, die Polizei war zufrieden und die Demo ging eine Stunde noch weiter. Und genau das ist in Leipzig passiert. Das würde ich auch jederzeit wieder tun mit der Anpassung, dass ich nicht sage, geht nach Hause, sondern bitte verlasst diesen Platz, dann versteht es auch jeder. Aber dank dieser Geschichte werden wir jetzt ja auch, zumindest wenn es nach Herrn Söder geht, vom Verfassungsschutz zu beobachten sein. Also was ich und andere natürlich schon lange passiert, das ist auch kein Geheimnis. Ja. Aber ich bin ja eher der Meinung, dass man den einen oder anderen Politiker vom Verfassungsschutz
beobachten sollte. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Aber man erkennt daran auch einfach, wie weit wir inzwischen sind. Am Anfang haben sie uns ignoriert, dann haben sie über uns gelacht, jetzt bekämpfen sie uns. Und ihr wisst vielleicht, wie das Zitat von Gandhi weitergeht, und dann werden wir irgendwann gewinnen. Und da wird es in der Zukunft sicherlich mehr zivilen Ungehorsam brauchen, ja. Ich habe das heute auch mal geteilt, weil es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass man diesem Staat sagt, wir lassen uns nicht mehr alles gefallen. Das kann man ihm friedlich sagen, aber man muss es ihm sagen. Man muss es ihm in aller Deutlichkeit sagen. So geht's nicht weiter. Und dafür brauchen wir, ich habe es dem Hardy auch vorher gesagt, ja, nur eine Bühne, kein Demozug, sehe ich ein bisschen kritisch, weil wir haben, das Thema Bühne ist eigentlich durch. Ja. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr viel auf Bühnen gesprochen. Das ist die erste Rede, die ich seit 2 Monaten, glaube ich, so ein bisschen geschrieben habe, weil die Zeit der Bühnen ist eigentlich vorbei. Die Zeit der Reden ist vorbei. Wir kennen die Fakten, wir müssen auf die Straße, wir müssen mit Eigeninitiative auf die Straße. Wir müssen letztlich genau das machen, was die Menschen in Leipzig gemacht haben. Und zwar ohne irgendjemand in einem roten, im weißen oder im blauen Shirt hinterherzulaufen. Die haben es einfach selber gemacht. Und das war der Wendepunkt dieser ganzen Bewegung. Und dass da der ein oder andere mal Irritationen hat, das ist normal. Aber alle, die jetzt wieder auf diesem Spaltungsweg sind, sollen sich kurz die Frage stellen, was ist meine Zielsetzung? Und haben wir alle die gleiche Zielsetzung? Und die sollten wir haben, dieses Corona-Regime sofort zu beenden. Und da sollte man nicht aufeinander losgehen, was unsere Gegner wollen, was die auch machen, was man durch Falschnachrichten, durch irgendwelche Nachrichten in Telegram oder wo auch immer oder im Facebook immer schön provozieren kann. Fallt darauf nicht rein. Fallt einfach nicht drauf ein. Wir haben alle das gleiche Ziel. Ja? Dieses Ziel erreichen wir als allererstes und am allerschnellsten, wenn wir friedlich bleiben, weil gegen friedliche Menschen vorzugehen ist viel, viel schwerer, als gegen Menschen vorzugehen, die nicht mehr friedlich wären. Deswegen muss das immer unser Weg bleiben. So hat man Weltreiche zu Fall gebracht, so hat man Systeme geändert und so werden wir auch wir dieses System wieder zurück auf den Pfad der Tugend bringen können und werden das auch tun. Das ist möglicherweise noch ein weiter Weg. Also ich habe jetzt mir so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich im Versammlungsrecht die letzte Woche erlebt habe, und das ist natürlich schon absolut heftig. Also dass im Grundgesetz noch der Artikel 8 steht, wundert mich. Eigentlich könnte man den ersatzlos streichen, weil das, was momentan passiert, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich in meinem Land lebe, ja, und ich habe das Rechtssystem hier so ein bisschen kennengelernt, wo man so leicht von staatlicher Seite Demos stören kann. Ja, wir hatten das mit Bodo in Schwerin, ja, danke da an den Landrat, das war wirklich bestes Marketing für uns. Da wären wahrscheinlich 300 Leute da gewesen, am Ende waren es 2000 und im Livestream waren wir 100.000. Also danke an alle, die uns mit diesen Mitteln bekämpfen, macht weiter so, ihr seid unsere PR-Abteilung, wir brauchen euch. Und wenn wir schon bei PR-Abteilung sind, dieses Mal im Negativen. Ich war vor 2, 3 Tagen in Hamburg beim Rubicon und habe leider die Demo am, wie heißt dieser Platz, sei es auch egal, verpasst. Da hat die Polizei, ja, doch tatsächlich, und ich spreche jetzt wieder von der Institution, einen Wasserwerfer mitten in die Versammlungsfläche gestellt. Und da kamen Durchsagen, wenn sie jetzt die Abstände nicht einhalten, werden sie nass. Und das ist für mich tiefstes Strafrecht. Und derjenige, der das zu verantworten hat, der wird zur Rechenschaft gezogen. Weil irgendwo hört's auf. Bei 5 Grad Menschen auf einer Demo, ja, die im Zweifel noch Masken tragen und die Abstand halten, mit einem Wasserwerfer zu drohen, das ist nicht nur undemokratisch, das ist verfassungsfeindlich. Und wir wissen alle, und das weiß auch die Polizei, woher die Gewalt kam in Leipzig. Die kam nicht von uns. Wir hatten zehntausende Leute und da waren vielleicht ein paar dabei, die wir nicht haben wollen. Ja? Einen davon habe ich persönlich nach Hause geschickt, weil er die Gegendemos beleidigt hat mit dem ausgestreckten Mittelfinger, was ich jetzt natürlich nicht mache, weil sonst kommen die Damen und Herren von der Polizei. Ja? Und da wurde ich gestern im Radiointerview gefragt, immerhin mit dem CDU, mit dem CSU, Vize-Fraktionsvorsitzenden, na, wie stehen Sie denn dazu, was haben Sie denn dazu gemacht? Ja? Also ich bin jetzt nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Ja? Aber was ich in der Situation gemacht habe, gesagt, du bist auf unserer Seite, Herr Demo. Für dich bin ich verantwortlich, du zeigst den Mittelfinger raus. Und dann ist der auch gegangen. Ja?
Ob die Antifa das dann macht oder die sogenannte Antifa, das geht uns nichts an. Darüber berichtet die Presse nicht. Ja? Immerhin gab es dann mal eine Gegendarstellung, dass die brennenden Barrikaden nicht für uns waren, sondern einen ganz anderen Stadtteil. Aber wenn natürlich so medial eine Hetze betrieben wird, dann frage ich mich, was manche in den Mainstream-Medien eigentlich da tun. Ob die nur noch die Propagandaabteilung des Staates sind oder ob sie vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, dass sie mal wieder selber recherchieren. Also das wäre mir wirklich mal ein Anliegen. Ja, es geht munter weiter mit Demo-Auflagen. Wir haben jetzt in Ulm, deswegen bin ich auch so sauer. Ja, ich habe heute nicht so arg viel Positives zu berichten, aber das muss auch mal sein. Wir haben jetzt in Ulm seit 6 Monaten Demos gemacht. Es gab nicht eine Monierung der Polizei bezüglich Abständen. Es gab gar nichts. Das waren die professionellsten Demos in ganz Deutschland. Und was haben wir jetzt bekommen als Dank dafür? Eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer. Danke, liebe Stadt Ulm. Und ich sage euch eins, das ist für mich Motivation, in Ulm jetzt wieder mehr zu machen. Und spätestens am Montag um 15 Uhr, wenn der Bodo da ist, sehen wir uns. Also das ist wirklich die Art und Weise, wie uns dieser Staat und die Versammlungsbehörden danken, wenn wir uns an die Regeln halten, während bei anderen Demos Abstände keine Rolle spielen, während es niemanden interessiert, nur bei uns. Und das ist einfach staatliches Handeln, das zu verurteilen ist. Und es ist, ja, wie gesagt, das sind die Erfahrungen dieser Woche. In Memmingen war es gestern so 150 Teilnehmer, weil wir so gut mobilisieren können. Weil es könnten ja mehr sein, deswegen Maskenpflicht. Wir waren 150 Teilnehmer, habe ich gefragt, und brauchen wir jetzt trotzdem Maskenpflicht, trotz eurer Begründung? Ja, brauchen wir. Schön. Dann schreibt doch einfach rein, wir wollen Maskenpflicht, egal was ihr tut. Auch wenn ihr zu dritt seid, Maske. Ja? Und das ist einfach, es ist scheinheilig, was da passiert. Und dann ist die nächste Geschichte, dann sagt man, machen wir Autodemos. Hat man mich jetzt aus Kempten angerufen, da wurde eine Autodemo genehmigt mit 20 Fahrzeugen. 20! Die Menschen sitzen allein hier in ihrem Auto. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Ordnung ist. Es wurde auch verboten zu hupen, Fahnen mit sich zu führen, Banner und Sonstiges. Und es wurde beschränkt auf 20 Teilnehmer. Wisst ihr, was das ist? Das ist einfach das Ende des Versammlungsrechts. Und das ist eine Bankrotterklärung für den Staat, wenn er zu solchen Mitteln greift. Jetzt, jawohl! So geht es. Dankeschön. Und es ist einfach mal Zeit für ein bisschen zivilen Ungehorsam. Da gibt es zwei bekannte Namen, Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Das sind die beiden Herren, die ich nicht umsonst regelmäßig zitiere. Und es gab ja gestern mal so einen Flyer aus Holland, wo die mal gezeigt haben, wie man dem System sagt, wie es läuft, indem sie einfach die Straßen lahmgelegt haben. Auch das kann eine Demonstration sein. Ich bin vor 25 Jahren mal durch Spanien gefahren und die Lkw-Fahrer haben gestreikt. Da ist niemand mehr gefahren. Da war jede Autobahn dicht. Da gab es kein Benzin mehr. Das war denen scheißegal. Die haben das einfach gemacht. Aber die haben sich durchgesetzt. Und irgendwann muss man sich mal fragen, wo melde ich eine Demo an, wie melde ich eine Demo an? Und dann mache ich das so lange, bis dieser Staat zur Vernunft kommt. Weil auf einer großen grünen Wiese oder auf einem großen Parkplatz interessiert das die nicht, was wir tun. So leid es mir tut. Wir müssen da anders agieren. Wir müssen da rechtlich sauber agieren, aber wir müssen anders agieren, weil so geht es nicht weiter. Jetzt habe ich aus lauter fast Wut schon die Höflichkeit vergessen. Ich begrüße natürlich auch unsere Gegendemo. Ja, also wir sind auch für euch auf die Straße, weil Versammlungsfreiheit gilt für jeden. Und ich stehe natürlich auch zu jeder Diskussion mit Gegendemos bereit. Und viele von euch nennen sich ja Antifaschisten, und wenn ihr Antifaschisten seid, was ich übrigens auch bin, dann solltet ihr eigentlich hier stehen. Aber ich glaube, ich schweife ab, nicht, dass es zu lange dauert. Ja gut, wir können uns jetzt viel über Masken unterhalten. Natürlich ist das nur ein Nebenkriegsschauplatz und soll uns ablenken vor den eigentlichen Themen. Ja, auch wenn es für viele wirklich dramatisch ist. Aber ich lasse das Thema Masken heute mal aus. Weil es geht um was ganz anderes. Es geht um das Thema Impfung, es geht um das Thema Wirtschaft, es geht um das Thema Überwachung. Ja, wir haben die Profiteure der Angst. Ja, da gab es mal eine Arte-Doku 2009. Ja, also unsere Pharma-Mafia, denen es einfach völlig egal ist, wie es den Menschen geht, denen es einfach nur um Profit geht. Und es ist eigentlich auch kein Geheimnis. Und das muss man auch öfters mal wieder aussprechen, dass hier einfach Geschäfte gemacht werden zulasten der Menschen. Und das sind sicherlich nicht unsere Retter. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema.
Und wenn eine Frau Merkel sagt, dass man mindestens 70% also Durchimpfung des Volkes haben muss, so habe ich es verstanden, und dann können wir auf den Impfzwang verzichten, dann ist das doch letztlich nur eine Erpressung der Bevölkerung. Entweder ihr lasst euch impfen oder wir lassen euch nicht raus. Und das ist nicht nur Nötigung, es ist Erpressung. Und es führt vor allem, und es soll auch zu etwas führen, es soll dazu führen, dass die Menschen wieder gespalten werden. Ihr lasst euch nicht impfen und deswegen müssen wir zu Hause bleiben. Das ist Spaltung vom Feinsten. Ja? Das ist einfach von, die wissen ganz genau, was die da tun. Die sind nicht dumm. Ja? Das hätte ich ihnen im März oder so, im April noch unterstellt. Aber die wissen jetzt ganz, ganz genau, was sie tun. Und da muss man einfach mal die Fakten ansprechen. Hier wird momentan die Bevölkerung wirklich erpresst. Man versucht, von den wirtschaftlichen Themen abzulenken, ja, von der massiven Umverteilung von unten nach oben. Der Mittelstand wird zerlegt. Ja, man versucht, die Leute zwar ein bisschen zu kaufen. Ja, hier habt ihr mal 70%, da habt ihr mal was. Hauptsache, ihr haltet die Klappe, das Geld drucken wir schon irgendwo. Aber Geld kann man nicht drucken, Geld kann man nicht essen. Ja. Menschen arbeiten und Menschen müssen arbeiten dürfen, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das kann ich nicht über die Druckerpresse ersetzen. Und das ist ein Thema, wo einfach auch jedem bewusst werden muss, der jetzt momentan noch meint, naja gut, mich betrifft das alles nicht so, ich werde da durchkommen. Niemand von uns wird da folgenlos durchkommen. Egal, ob ihr arm seid, ob ihr reich seid, ob ihr alt seid, ob ihr jung seid, es ist völlig egal. Dieses System betrifft uns alle, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Wenn ich den Eindruck hätte, dass der Staat dann irgendwann mich in Ruhe lässt und die, die es alle nicht mitmachen wollen, dann müsste ich nicht hier stehen. Dann könnt ihr ab und zu mal eine Rede halten und dann wäre gut. Aber diesen Eindruck habe ich nicht. Die wollen das dieses Mal durchziehen. Und die wollen es mit uns allen durchziehen. Und deswegen müssen wir das alle verhindern. Ja, ich brauche einen länger. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten. Hardy, du bremst mich dann, wenn die Zeit knapp wird, gell? Alles gut, sehr schön. Naja, weiteres Thema, was haben wir noch? Von dem auch abgelenkt werden soll. 5G wird auch zu selten angesprochen. Ich bin kein Experte, aber was ich weiß, ist, damit kann man unheimlich gut Menschen überwachen. Und das, was sich George Orwell 1984 oder auch 1984 damals ausgedacht hat, ist jetzt 36 Jahre später einfach Fakt. Und ich glaube nicht, dass er in den 50er Jahren, als er dieses Buch geschrieben hat, sich auch nur träumen hätte lassen, was heute möglich ist. Und auch das ist ein Thema, das viel zu wenig angesprochen wird. Wir haben keine Privatsphäre mehr, der Datenschutz ist tot und keinen interessiert es in der Politik. Und das muss sich ändern. So, jetzt habe ich viel geschimpft, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen positiver. Ich hatte vor 2 Tagen ein Interview bei Donau 3 FM, das ist bei uns ein regionaler Sender, der sehr gute Arbeit macht, mit einer Grimme-Preisträgerin als Moderatorin und mit dem Georg Nüßlein, das ist der Fraktionsvize der CDU-CSU. Und das war auch für mich ein Stück weit überraschend. Das war erstaunlich fair, das war erstaunlich offen, ehrlich. Ich habe mich auch nochmal bei ihm mehrfach dafür bedankt. Und der Mann war wirklich kritisch. Also dieses Gespräch hätte vor 4, 5 Monaten so nicht stattfinden können. Aber ich werde den Podcast mal teilen und dann hört euch mal so ein paar Sachen an. Die sind wirklich richtig spannend. Und unter anderem hat er zum Beispiel gesagt, und das ist wirklich Zitat, ja, also er kritisiert das RKI scharf und die haben die Wahrheit nicht gepachtet. Das kann ich sagen, jawohl, Herr Nüßlein, da haben Sie recht. Ich hoffe, da schließen Sie noch ein paar Kollegen an, ja. Und da muss man auch einfach immer wieder schauen, dass wir nicht darauf reinfallen, dass irgendwo Feindbilder sein. Weder die Gegendemo ist ein Feindbild von uns, noch die Presse, noch die Politik. Wir müssen schauen, dass wir uns Verbündete, ja, dass wir uns um Verbündete bemühen. Und nicht, dass wir pauschal irgendjemand angreifen. Weil was tatsächlich auf manchen Demos noch passiert, und es sollte nicht sein, ist, dass Pressevertreter vom Mainstream nicht übermäßig freundlich behandelt werden. Und das ist schlecht. Das sollten wir alle, ich habe das noch nie gemacht, aber das sollten wir tunlichst einstellen. Weil die sind momentan wirklich am Kippen. Natürlich nicht die ganz oben, ja, die dann mit Merkel im Bett liegen oder die, also weil die miteinander verheiratet sind, ja, das ist ja nachweisbar. Die ganz oben, die werden wir nicht erreichen, ja? Können wir ausschließen. Aber die weiter unten, die haben die Schnauze voll. In Leipzig, die mittlere Polizeiführung, die hatte die Schnauze voll. Ich habe noch nie so gute Besprechungen mit der Polizei gehabt, ja? Die waren voll auf unserer Seite. Und auch das
Und auch das war ein Grund, warum ich auf dem Augustusplatz gesagt habe, okay, hier schicken wir die Leute jetzt weg, dann müsst ihr nichts machen, was ihr nicht tun müsst, wollt, und ich muss keine Bilder sehen, die ich nicht sehen will. Also da ist wirklich ein bisschen Kalkül dahinter und das müsst ihr uns zutrauen, das ist keine Entscheidung, die ich alleine treffe, zur Not treffe ich sie auch alleine, aber in dem Fall haben wir die mit wirklich sehr, sehr vielen Experten mit 150 Jahren Berufserfahrung getroffen. Also da war ein bisschen Expertise dabei. Gut, also, wir kommen jetzt gleich zu unserem, ja, ich muss sagen, Hauptthema von heute. Vorher noch wirklich der Appell, schreibt gerade jetzt, ihr wisst alle, was am Mittwoch beschlossen werden soll, schreibt eure Abgeordneten an oder ruft die noch besser an. Die sind teilweise wirklich am Kippen, die wollen das nicht mehr so richtig. Der Herr Nüstern hat gesagt, er ist müde, ja, er bereut es, in die Politik gegangen zu sein, ja, kann ich nachvollziehen. Ruft die an, redet mit denen, ja, die kriegen echt massenhaft Post. Ich gehe trotzdem davon aus, dass dieses Gesetz durchgeht. Aber es wird spannend sein zu sehen, wie viele Abweichler haben wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die komplette CDU-CSU und die komplette SPD zustimmt. Ansonsten können die sich auch gleich abschaffen. Weil das Thema muss inzwischen einfach klar genug sein, was da alles aktuell passiert. Und es ist schlichtweg nichts anderes als ein Ermächtigungsgesetz, auch wenn man es anders nennt. Ja. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung im Falle einer epidemischen Lage oder irgendeinem Blödsinn. Ja. Die haben wir noch nie gehabt, wir haben sie jetzt erst recht nicht. Ja. Es steht wieder drin, es ist alternativlos. Es wird nach wie vor von Infektionen geredet, wie auch in der Stadt Karlsruhe, obwohl noch keiner eine Infektion nachgewiesen hat, nach § 2 und 24 des Infektionsschutzgesetzes. Also da brauchen wir keine Verschwörungen. Man kann einfach nur legal definiert das nachschauen, was im Gesetz steht. Und das tun sie nicht. Die reden von Infektionen und meinen positive PCR-Tests, die irgendwas nachweisen, aber keine Infektion. Und auch wenn dann die WHO-Studie von Ioannidis übernommen wird, das ist der anerkannteste Epidemiologe, das ist der Berufsstand, den wir gerade brauchen. Nicht Virologe, nicht Drosten, der soll seinen Test machen. Meinetwegen, wir brauchen Epidemiologin. Und wenn der Angesehenste der Welt sagt, ja, wir haben hier eine Sterblichkeit von 0,235% oder weniger, dann kann ich doch nicht weiterhin so tun, als ob die Pest durch Europa zieht. Weil wenn ich das jetzt mache, dann werde ich es auch in Zukunft machen. Und dann wird uns der Staat für alle Zeiten vorschreiben, wie wir zu leben haben, als ob wir kleine Kinder wären. Wir wissen selber, was gut für uns ist. Und es muss mir kein Staat dieser Welt vorschreiben. Und ein Staat, der das tut, ist keine Demokratie. Und wenn ich in dieses Gesetzesentwurf reinschaue, ja, diese Regelbeispiele, was man uns jetzt alles verbieten darf, was sie natürlich gemerkt haben, die Verordnungen, die sind alle rechtswidrig, die werden alle gekippt werden, jede einzelne, ja, weil sie massiv rechtswidrig sind, dann versucht man es in ein Gesetz zu schreiben. Das Gesetz ist genauso rechtswidrig, auch das wird gekippt werden. Wenn es nicht gekippt wird, dann haben wir ein Problem. Also wenn die Justiz das durchgehen lässt, dann haben wir in Deutschland ein großes Problem. Ich werde den Paragraph jetzt nicht ansprechen, weil ich hoffe, dass er nicht zur Anwendung kommt. Ja? Aber die Justiz muss hier einen Riegel vorschieben. Weil sonst haben wir keine Gewaltenteilung mehr. Und dann muss man sich halt auch irgendwann fragen, und ich habe mir die Fragen gestellt, und ich stelle halt auch mal ein paar Fragen für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so oft dabei waren oder die vielleicht mal auf das Video sehen. Ja. Was hat man denn eigentlich selber getan, um die Demokratie zu verteidigen? Weil ich finde, es tun nach wie vor zu wenige. Vielleicht, weil sie darauf vertrauen, dass wir das für sie tun, dass wir eine Demo anmelden, dass wir aufklären. Nein, das muss jeder selber machen. Ansonsten muss man sich irgendwann mal die Frage stellen, ja? Warum hat man das, was hier passiert, nicht erkannt? Ja, warum habe ich nicht erkannt, das, was man auch den Menschen in den 30er Jahren vorgeworfen hat, in den 20er? Warum habt ihr nichts getan? Und diese Fragen kann man heute genauso stellen. Und von mir aus darf die Presse das auch gerne zitieren. Ja? Ich vergleiche hier nicht 1940 mit 2020, aber ich vergleiche die 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre mit heute, weil wir haben massive Anzeichen, dass dieser Staat in die falsche Richtung abdriftet. Ja? Es wurden Rechtsanwältinnen in die Psychiatrie eingewiesen, meine Kollegin Beate Bahner, weil sie eine Verfassungsbeschwerde gemacht hat. Ja, beziehungsweise da gab es so einen Zusammenhang. Da sollte man stutzig werden. Ja? Es gab Ausgangsbeschränkungen, den Menschen wurde verboten, in die Sonne zu gehen, das Haus zu verlassen. Ja? Was haben die Leute gemacht? Wie haben sie sich dagegen gewehrt? Ja? Wie hat man sich gewehrt, dass Meinungen massiv zensiert werden? Ja? Dass friedliche Demonstranten, Politiker
und von Politikern und Massenmedien zu Feindbildern erklärt werden, ja? Malu Dreyer heißt die Dame, glaube ich, unter anderem, die da kürzlich wieder ein super Statement abgegeben hat. Schöne Grüße an Sie. Googeln Sie bitte mal den Begriff Demokratie, Frau Dreyer. Das wäre mir sehr hilfreich, ja? Und wo geht's weiter? Ja, was hat man gemacht als Maskenbefreiter? Ja, der Begriff an sich, den finde ich schon zum Kotzen, ich konnte es nicht anders formulieren. Diskriminiert wurden und zu Feindbildern gemacht wurden. Teilweise vom Berliner Senat wieder mit Mittelfingern belegt wurden. Das ist Volksverhetzung. Das ist nichts anderes als Volksverhetzung. Und ich kenne diesen Paragraphen, ich verstehe das, ich habe das gelernt, ich habe das vor 17 Jahren angefangen zu studieren, das ist jetzt schon eine Weile her, wenn ich Volksverhetzung in den Mund nehme, dann meine ich das so, ja. Und wir könnten noch unzählige weitere Fragen stellen, ja. Warum habt ihr nicht reagiert, ja, als Großdemonstrationen mit Gewalt rechtswidrig niedergeschlagen wurden, ja, zum Beispiel Berlin, ja, vor allem hauptsächlich Berlin, das ist zum Glück noch nicht überall so, ja. Als man deutschlandweit versucht hat, Demonstrationen von Seiten der Behörden, ja, jeden Stein in den Weg zu legen, ja, den man nur in den Weg legen konnte, ja, warum hat man da nicht irgendwann mal gesagt, hey, jetzt ist Schluss, jetzt läuft hier was falsch? Ja, oder an dem Punkt, wo man den Kindern, wo man Kinder ihren Eltern weggenommen hat, aufgrund von irgendeinem PCR-Test, den irgendjemand hatte. Ich glaube, da gab es in Karlsruhe-Bruchsal mal einen spannenden Fall, ja, mit 34 Kindern, ich habe die Akten gesehen. Könnte man mal auf die Idee kommen, dass in diesem Land was falsch gelaufen ist, ja? Oder an dem Punkt, wo man Familien gedroht hat, sie abzusondern, ja? Einzusperren. Herr Strobel, Innenminister in diesem Land noch, ja? Der möchte die irgendwo in Schwarzwald verlegen. Entschuldigung, haben Sie noch alle? Haben Sie wirklich noch alle für solche Vorschläge? Die Politikerin hat kürzlich dazu gefragt, ja, ob Herr Strobel denn das erste KZ in Deutschland errichten möchte. Und die Frage ist ein Stück weit berechtigt. Das ist ein Zitat. Ja. Ein paar Fragen habe ich noch. Ja. Was haben wir getan, als die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wurde von Regierungen und Massenmedien? Wenn wir hier eine gefährliche Situation hätten, dann müssen wir die Menschen beruhigen und nicht das Gegenteil machen. Aber stattdessen wird weiterhin Angst und Panik geschürt. Und auch da sollte man hellhörig werden. Ja? Man sollte auch hellhörig werden, wenn Anwälte auf Demonstrationen rechtswidrig festgenommen werden. Es ist mir jetzt zweimal passiert. Es ist im Ralf Ludwig passiert. Es ist im Dirk Sattelmeier passiert. Und jeweils grob rechtswidrig. Ja? Und da muss man irgendwann mal sagen, und ich habe einen Richter, einen amtierenden Richter angerufen, ja? Natürlich noch inkognito, gesagt, er kann nicht glauben, was er da gesehen hat. Und das war ein Strafrichter von der Strafkammer. Also nur, dass wir mal so ungefähr sehen, die Menschen nehmen das schon wahr, aber jeder muss es wahrnehmen. Und es reicht nicht, einfach nur zu sagen, wir unterstützen euch, es ist jetzt Schluss, ich muss mich jetzt wehren. Ja? Und es gibt viele Fragen, die man da noch stellen könnte. Ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben. Ja? Momentan, die Menschen werden aufgehetzt gegeneinander, ja, wegen Masken, wegen Abständen, wegen unterschiedlicher Meinungen. Auch da muss man hellhörig werden. Das ist nicht Aufgabe von Politik und Massenmedien, die Menschen aufeinander zu hetzen. Das ist einfach nicht eure Aufgabe. Es ist auch nicht eure Aufgabe, Kinder in Schulen zu terrorisieren und in der Gesundheit schädigen. Und das passiert vorsätzlich. Mir liegen die Unterlagen vor. Ja. Das ist kein zum Buhen. Ihr solltet mir applaudieren. Ihr sollt ausbuhen. Ja, nein, wirklich. Darum geht's doch. In der Nürnberger Schule, da hat der Rektor ganz klar gesagt, es ist völlig normal, dass die Kinder Übelkeit haben, Schwindel, Kopfschmerzen. Und wenn sie das haben und wenn es so schlimm ist, dann dürfen sie nach Rücksprache mit der Lehrkraft diese Scheißmaske kurz runternehmen ans Fenster, bis sie wieder atmen dürfen. Wisst ihr, was das ist? Das ist vorsätzliche Körperverletzung im Amt und nichts anderes. Und da muss man dann auch über Masken reden, weil dann ist die Maske nicht nur ein Nebenthema, dann ist die Maske ein Hauptthema, weil es wirklich die Kinder terrorisiert. Man könnte beliebig weitermachen. In Deutschland werden Richter massiv angegangen, weil sie für die Demonstrationsfreiheit entscheiden. Namentlich der Herr De Hüst, ja, vom OVG Bautz. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Ja. Er hat einen sehr guten Beschluss gemacht. Dafür wird er angegriffen. Es werden Ärzte verfolgt, weil sie ihren Job wahrnehmen. Auch da sollte man hellhörig werden, liebe Mitbürger. Und als allerletztes sollte man dann hellhörig werden, wenn die Regierungsfraktionen unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes und der körperlichen Unversehrtheit sich dauerhaftes Recht schaffen, uns so ziemlich jede Freiheit zu beschneiden. Und wenn ich dann sehe, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages
schon überprüft, ob man die Wahlen verschieben kann, um 4 Jahre oder 8 Jahre, dann steht die Diktatur vor der Tür. Und das zu verhindern, ist unsere Aufgabe. Und wartet nicht darauf, dass einer vorangeht. Geht selber voran. Dankeschön. Vielen Dank, Markus, für deinen tollen Redebeitrag.